Ichiban. Herzlich willkommen zurück. Heute machen wir mal eine Tricktechnik, sogenannte Kerivasa. Beginnen wir mal mit dem Sokuhokeri oder Yokokeri. Das ist der seitliche Fußtritt. Der seitliche Fußtritt ist, wie der Name schon sagt, wird aus der Seite heraus getreten. Sprich, ich hebe mein Bein und tritt dann seitlich, eben dass die Fußsohle auf die Trefferfläche aufkommen, den Tritt hinaus. Da gibt es auch wieder verschiedene Variationen. Ich kann gleich direkt aus der Hanmi-Position, also aus der Halbposition, also von der Seite weg, austreten. Ich kann aber auch, wenn ich frontal stehe, mich erst in die Hanmi-Position drehen, während ich mich vorbereite, den Yokogeri rauszutreten. Ich kann auch den Yokogeri Kekkomi zum Beispiel mit einem Schritt zum Gegner und dann raustreten, also auf längere Distanz, Schritt und Tritt. Oder ich kann natürlich auch gesprungen Richtung Gegner. Wie sieht die Anatomie des Sokuhokeri oder Yokogeri aus im Detail? Machen wir mal aus der Hanmi-Position. Ich stehe seitlich, ziehe mein Standbein zum Trittbein, während ich das Trittbein hebe und trete es dann seitlich raus. Schnapp dann wieder zurück und stehe wieder in der Position. Wie gesagt, Trefferfläche ist die Sohle. Das ist jetzt einmal der Yokogeri direkt seitlich rausgetreten aus der Hanmi-Position. Und warum ich das Standbein nachziehe, hat folgende Gründe. Ich persönlich finde, dass man somit den Tritt effizienter durchsetzen kann, als wenn ich jetzt einfach nur so dastehe und so wegtritt. So kann ich aber, wenn ich das Standbein zum Trittbein habe, ich einfach mehr Schwung. Wenn ich jetzt direkt von der Frontalen und ich drehe mich in den Fußtritt, dann schaut es natürlich wieder anders aus, weil dann muss ich nämlich das Standbein drehen und drehe dann in einer Halbkreisbewegung den Yokogeri durch. Ich zeige es nochmal vor. Dann haben wir den Yokogeri Kekkomi. Das ist eben dann mit dem Überkreuzschritt. Den bitte hinten machen, nicht vorne. Denn wenn ich vorne mache, werde ich ziemlich instabil. Währenddessen, wenn ich ihn hinten mache, habe ich nicht nur eine stärkere Trittkraft meines Erachtens, also meine persönliche Meinung, sondern bin auch wesentlich stabiler, als wenn ich jetzt da vorne den Überkreuzschritt mache. Testet es selbst aus, dann werdet ihr es auch sehen, es werdet ihr den Unterschied sowieso merken. Ich sage immer, eine natürliche Bewegung, wenn eine Bewegung natürlich ist, dann ist sie richtig. Wenn eine Bewegung einem unnatürlich vorkommt und dem Körper natürlich unnatürlich vorkommt, dann ist es zumeist falsch. Das heißt, Überkreuzschritt und drehen. Dann haben wir den Yokogeri Tobi Kekkomi. Das ist dann der eingesprungene. Sprich, das ist nicht wirklich ein Yoko Tobi Geri, wo ich jetzt anlaufe und im Sprung das den Gegner anvisiere. Aber es ist ja wohl auch eine Sprungart, da ich jetzt den Überkreuzschritt nicht am Boden mache und tritt, sondern da ich hinein springe. Wie schaut der im Detail aus? Das heißt, ich stehe auch seitlich, kann es aber auch natürlich, kann auch natürlich reingehen. Stehe seitlich und springe mit dem Standbein, das heißt, das Standbein verlässt als erster den Boden.
Spring mit dem Standbein zum Trinkbein und das Trinkbein springt zum Ziehen. Wenn ich jetzt reinlaufe, ist eigentlich genau dasselbe, nur muss ich eben dann mich seitlich drehen, dass ich wieder in die Hangelposition komme. Sprich, 1 und 2. Der Sotohu-Geri oder Yoko-Geri kann auf den Angriffsstufen wieder Jodan, also obere Stufe, Kopf bis zu den Schultern, dann Judan kann auch angebracht werden, der ist von der Schulter bis zu den Hüften und geht dann von der Hüfte bis zu den Fußsohlen, kann man eigentlich den Yoko-Geri gut anbringen. Ob ich jetzt im Gedan-Bereich mache und auf die Hüften ziehe oder aufs Bein, aufs Knie zum Beispiel, im Gedan selbsterklärend, am Bauch oder Brust und im Jodan-Bereich logischerweise das Gesicht. Durchschlagskräftiger ist natürlich ins Knie, Hüfte, Brust oder Bauch. In den Yoko-Geri jetzt im Jodan-Bereich hat schon natürlich auch eine gewisse Power. Im Jodan-Bereich jedoch würde ich andere Tritte bevorzugen als jetzt den Yoko-Geri direkt, weil er jetzt da nicht so viel Schaden anrichtet, aber doch leichter auszukontern ist. Eher den Mawashi-Geri oder den Gyaku-Mawashi-Geri aus der Yoko-Position. Das sind halt meine Favoriten, wenn es Tritte gibt im Jodan-Bereich, also wenn der Gegner jetzt da steht. So, das war es jetzt mit dem Yoko-Geri an sich. Ich werde euch jetzt im Abschluss noch ein paar Techniken zeigen, wie man es zu Hause trainieren kann. Wichtig jedoch ist auch natürlich, dass man sie im Vorfeld aufwärmt, dass die Muskulatur ein bisschen aufwärmt ist, die Sehnen und das heißt aufwärmen und ein bisschen dehnen. Was man in puncto dehnen machen kann, da gibt es sicher genug Videos, bessere Videos, als ich euch jetzt die Techniken erklären könnte. Darum bleibe ich auch eher bei den Techniken an sich. Aber man kann zum Beispiel, da man die Hüftbeuger bei Tritten gedehnt haben sollte und die Beine, kann man sie in die Grätsche stellen, ein bisschen in die Hüfte dehnen oder man geht in die Grätsche und geht runter, die Zehen rauf, mit der linken Hand drückt man das linke Bein weg, dass man so eine Spannung hat, das gleiche macht man dann auf der rechten Seite auch wieder in die rechte Hand zum rechten Bein und das auch wieder durchziehen, dass man da Spannung hat. Das kann man machen 5-mal links, 5-mal rechts und 10-mal links, 10-mal rechts. Dann auch in der leichten Grätsche und runter in den hinteren Quadrizeps dehnen. Runter, da stehen bleiben. Das kann man machen oder natürlich die ganz altmodischen Sachen, eben das Bein nach hinten drücken, ganz fest, dass man eben da den Oberschenkelmuskel trainiert, also trainiert, dass man den dehnt. Oder man geht in den Sesar zum Beispiel, in den Kniesitz und geht dann auch nach hinten. Da bleibt man dann auch ca. 10 Sekunden, das macht man dreimal. Man dehnt auch die Oberschenkelmuskulatur inklusive das Sprunggelenk. Wie gesagt, eine Zupunktodehnung gibt es genug Profis, die ihre Videos auf YouTube reinstellen und da muss ich ehrlich sagen, haben auch schon einiges abgeschaut, da kann ich wirklich ein paar empfehlen. Man braucht sie nur durchseppen. Ich bleibe lieber bei den Techniken, dass ich irgendwie auch, und wenn nur eine Person von meinen Videos profitiert, ist das für mich schon Grund genug auch weiterzumachen, dass ich eben auch andere Variationen von den Techniken zeigen kann und ja, die eine oder andere Taktik mit einsteuern kann. Also die Kampfkunst, soweit es geht, zu ehren und ich glaube, man sieht schon, dass ich das mit sehr viel Liebe betreibe. Also dass ich eigentlich auch für die Kampfkunst lebe. Auch gibt es hier genug Kritiker, die meinen, die Videos sind ein Schatz oder so. Aber ich betreibe es halt mit Liebe und deswegen mache ich es auch weiter. So,
Wie kann man den Yoga-Gär jetzt am besten trainieren? Auf Anfängersicht, vielleicht gibt es auch Profis, die sich ein bisschen was abschauen können. Ich stehe jetzt da in der Grätsche, also leicht in der Grätsche, in der Hammi-Position, also halbe Person. Da ist der Gegner, nimm das Standbein zum Trittbein, hebt das Trittbein hoch und tritt. Hammi-Position, Standbein zum Trittbein, das hebe ich hoch und tritt raus. Das kann man machen, zum Beispiel 5 oder 10 mal links, 10 mal rechts. Das stelle ich hin und 1, 2, 3. Da kann ich aber auch natürlich auch die Angriffsstufen variieren, logischerweise. Das heißt, ich muss nicht die ganze Zeit im Chudan treten, sondern kann auch logischerweise genauso im Chudan oder in Gedan treten. Links genauso. Also ich werde vorschlagen 10 links und 10 rechts. Da kann man ja variieren. Einmal Chudan, Chudan, Gedan, Chudan, Chudan, Gedan und zum Schluss lasst man sich halt überraschen. So. Das weiß ich nicht aus der Hammi-Position. Dann kann man natürlich auch den aus der Frontal nehmen, indem man einfach den Halbkreis macht, wie das Standbein zum Trittbein und rausschlagt. Das heißt, da stehe ich so zum Gegner. Und lasse dann vorne ab. Kann man auch wieder variieren, Chodan, Chodan, Gedan und da wieder 10 Stück machen. Zweimal Chodan, zweimal Chodan, zweimal Gedan und Rest den letzten irgendwie halt, was dann gerade einfällt. Dann haben wir den Yoko-Gere Kekkomi. Da gehen wir in die Grätsche, also in die leichte, also Schulterbreite stehen würde ich vorschlagen. Dann einen Überkreuzschritt, dass die Zehen zum anderen Bein schauen. Also, weil so hole ich mal mit der Hüfte, so lade ich jetzt die Hüfte für den Tritt aus, auf. Und dann nehme ich das Bein, hebe es hoch und tritt raus. So. Seite, da habe ich jetzt natürlich das rechte Bein, alles Standbein auf Überkreuzschritt und zack und raus. Treten. Überkreuzschritt und zack raus treten. Da wieder genau dasselbe variieren, variieren, variieren. Wie gesagt, ich finde halt persönlich, dass der normale Yoga-Gere nicht fürs Chodan geeignet ist, weil wenn jetzt da steht, tut natürlich den Gegner schon weh, aber er ist halt ziemlich leicht zum Auskontern. Weil er einfach gerade, er hat einfach den geraden Weg nach oben und somit braucht eigentlich nur der Gegner zurückgehen, den super abkontern und er bittet euch in die Spagatposition. Somit würde sich einen Shooter und den Gegner lassen. Und zum Schluss haben wir die Tobi-Version, den eingesprungenen Yoga-Gere Kekkomi. Da kann man sich jetzt da aussuchen, wem es halt leichter fällt, da ist der Übergangsschritt in der Luft und wechselt dann das Trittbein in der Luft mit, das Standbein in der Luft mit dem Trittbein ab. Das heißt, es ist nie, sind nie beide Füße am Boden. Das heißt, eins und dann kommt der Tritt.
Oder wenn es leichter ist, auch nur zum, also das, das Standbein nur zum Trittbein, aber bleibt auch in der Luft. Das heißt, und wechselt ebenso ab. Mit. Das heißt, es bleiben nie die beiden Beine gleichzeitig am Boden. Oder auch wieder jetzt, wenn wir aus der Hammi-Position eben die normale Position machen, muss ich wieder den Halbkreis ziehen. Das heißt, jetzt stehe ich in der Hammi-Position, wo ich raustreten kann. Sondern jetzt mal ist aus der Frontalen. Da muss man dann halt wieder den Halbkreis ziehen. Das heißt, also man sieht, es gibt verschiedene Variationen vom seitlichen Fußtritt und es ist gut, wenn man natürlich auch diese sich aneignet, weil jetzt nur aus der Handelposition den Standard-Jogenferi ist jetzt eine gute Technik an sich, aber die Variationen machen ja das Ganze eigentlich aus. Die Kunst in der Kampfkunst liegt eben, Techniken so anzupassen, dass sie auch funktionieren. Also sind mehrere Variationen einer Technik ja relativ vonnöten. Auch jetzt zum Beispiel, wenn ich den normalen Joko-Geri nehme, in einem Austritt, kann ich genauso gut eben aus dieser Position. So! Viel Spaß beim Üben und Nachmachen, aufpassen, nicht verletzen, gut dehnen, gut aufwärmen. Das sind die wichtigen Tipps, die ich euch am Ende mitgeben kann. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank einmal fürs Zuschauen.